einfach das, holt sie eine Strafe ab, dank Residenzpflicht. Kein Mensch ist illegal und Deutschland nicht menschlich. Free Movement is everybody's right. Bleiberecht für alle, überall, jederzeit. Free Movement is everybody's right. Bleiberecht für alle, überall, jederzeit. Free Movement is everybody's right. Bleiberecht für alle, überall, jederzeit. Free Movement is everybody's right. Bleiberecht für alle, überall, jederzeit. Ja, ja. Ein Durchbruch in Richtung Südseite des Hauptbahnhofs. Vom Durchbruch kommen die Leute an. Die ersten Wasserwerfer oder der erste Wasserwerfer, nein, zwei treffen ein. Anstehen zum Pinkeln. Die Münchner Freie Republik, berühmter Name, ja, zählt im Moment 1500 Bürgerinnen und Bürger. Die Nürnberger schaffen es immerhin in ihrer Freien Republik Nürnberger Platz auf 1000. Und jetzt kommt die absolute Top-Nachricht. Die Wiener Freie Republik, Wiener Platz, 3500 Menschen. Leute, wir sind hier also vielleicht nicht ganz besonders viele Bürgerinnen und Bürger dieser soeben begründeten Republik, aber dafür sind wir besonders frei. Und deswegen nehmen wir uns auch die Freiheit zu sagen, wenn uns hier Menschen, die nicht zu unserer Republik gehören, vorschlagen, doch ein bisschen Platz zu machen, weil jetzt hier eine andere Versammlung durch will, dann sagen wir nein, das ist hier unser Platz. An dem Ball bleiben wir stehen. Und hier leben wir jetzt in diesem Moment so, wie wir wollen, nämlich nazifrei. Leider nicht. Gerade Versammlung. Nazis habe ich bisher am Hauptbahnhof gesehen, da sind ein paar hundert. Jetzt kommen die, kommen. Die kommen durch, die kommen durch. Hier dürfen nur rechte Demonstranten durch. Und weil ich hier so ein gelbes Ding hatte, wollte man mich nicht durchlassen. Erst mein Ausweis, der mich als Abgeordneter bezeichnet, hat mir dann geholfen, hierher zu kommen. Demonstranten von der Reichenbacher Straße, Löfflerstraße, hierher zu uns durchgekommen sind, was wir total begrüßen, ist bereits bestätigt und wird herumgemeldet. Und außerdem ist es hervorragend, dass seit 10 Minuten klar ist, dass die ganze Budapester Straße voll mit Menschen ist. Es hat genau 11 Minuten gedauert, von der Aufforderung, eine Blockade an der Budapester Straße zu verstärken, bis sie tatsächlich auch absolut verstärkt war. Und es wird jetzt immer schwieriger. Ihr habt das gemerkt, die Polizei muss ihre Kräfte immer weiter und immer weiter verteilen. Es ist im Moment nicht absehbar, wie mit den Polizeikräften, die wir hier vor uns stehen haben, eine Räumung durchführbar ist. Das kann man sich kaum vorstellen. Im Gegenteil, könnten wir mal drüber nachdenken, wie lange eigentlich die Polizei da in den Wasserwerfern sitzen muss. Ja? Aber so weit wollen wir jetzt vielleicht im Moment gar nicht gehen. Tatsache ist, wir stehen hier goldrichtig und wir bleiben hier auch. Erfolg haben wir erzielt. Wie wir inzwischen bestätigt bekommen haben, verziehen sich die Nazis vor dem Bahnhof inzwischen in die Bahnhofshalle hinein. Was nicht anders verstanden werden kann, als dass sie demnächst mit dem Zug abtransportiert werden.
Was genau das bedeutet, ist noch nicht klar. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ein Gerücht besagt, dass sie um 16.23 Uhr nach Leipzig abfahren sollen, um dort ein bisschen Stunk zu machen. Außerdem laufen Nazis in Form einer Demonstration jetzt in diesem Moment durch den Ortsteil, also den Dresdner Stadtteil Plauen. Ja? Und das könnte bedeuten, dass wir immer noch hier an der Stelle, wo wir stehen, richtig stehen, weil das durchaus sein könnte, dass sie jetzt von der anderen Seite, also nicht vom Bahnhof, sondern von der anderen Seite versuchen könnten, hierher zu kommen. Also wir bleiben noch einen Moment hier stehen, solange bis die Demoleitung uns das Go gibt dafür, dass wir hier auflösen. Laurentia, liebe Laurentia, wann werden wir wieder beisammen sein? Am Samstag! Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag mehr. Und ich bei meiner Lauf! Hallo! König! Limpe! Wir sind jetzt ausgebrochen aus der Blockade und können nach Haus.